Sie haben mich noch nie belogen. Dann tun Sie es auch jetzt nicht. Nehmen Sie eine. Die Hohepriesterin ist nun nicht mehr die Frau des Fürsten dieser Welt. Das heilige Band ist zerrissen. Das ist wohl mein Schicksal. Ich habe mich irdischer Liebe unterworfen. Und die Karten nahmen mir meine Macht. Hier lang. Bist du so sicher? Diese Vogelscheuchen sind dazu da, Menschen abzuschrecken. Du hast doch nicht etwa Angst. Lektion 4, folge den Vogelscheuchen. Müssen wir denn jetzt darüber sprechen? Ausgerechnet jetzt. Aha. Was suchst du denn? Die Narbe. Siehst du, ich weiß alles über dich. Aus unseren Akten. Ja. Hoffentlich bist du nicht enttäuscht von mir. Das werde ich dir später sagen. Morgen früh. Ja, du siehst fantastisch aus. Die anderen Sachen werde ich erst in England anziehen. Es ist 4 Uhr nachmittags und da... Ach, sowas trägt man nicht am Nachmittag? Auch nicht auf der Hochzeitsreise? Dann werde ich es ausziehen. Ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Wie kann ein so zartes Geschöpf so brutale Einfälle haben? Ich möchte Ihnen etwas beichten. Was? Ich bin ein Spion. Das weiß ich. Ich habe ein bisschen Angst um dich. Wenn wir heute Abend in Tokio gelandet sind, dann darfst du nicht allein sein. Osata wird alles versuchen, dich zu erwischen. Du brauchst den besten Mann für deinen Schutz. Sehr gut. Und wen würdest du vorschlagen? Ja, mich. Ich bin leider heute Abend schon mit einem anderen Herrn verabredet. Lassen Sie mich bitte allein. Ich gebe Ihnen eine kurze Bedenkzeit. Osata und Nummer 11 zum Rapport. Wer sind Sie? James Bond. Ich bin gerade gekommen, als Sie runtergingen. Ich habe Ihre Form bewundert. So, so. Sie heißen James Bond und haben meine Form bewundert. Die meisten Frauen paddeln nur so rum. Sie schwimmen wie ein Mann. Sie auch. Ich habe ja wohl auch ein bisschen Übung darin. Kommen Sie oft hier raus? Immer, wenn ich mich langweile. Praktisch jeden Tag. Was treiben Sie denn sonst noch und wo? Sie geben es wohl überhaupt nicht auf. Was? Nein. Für Ihre Hilfe. Den werde ich mir umhängen, damit Sie mich wiedererkennen. Ich habe recht gehabt, nicht zu verfehlen. Du bist der erste Mann, der mich zum Weinen gebracht hat. Außer meinem Bruder François, als wir noch Kinder waren. Domino, ich muss dir etwas sagen. Oh, verzeih, James. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen, von Liebe reden zu müssen. Ich weiß, ich muss dir noch mal wehtun. Du gehst weg? Das tut mir leid, aber es ist sicher besser so. Es handelt sich um deinen Bruder. Was ist mit ihm?